Das ist Remo oder Knete und hier ist George. Ja, willkommen, meine Damen und Herren. So, da ist der Peter, da ist Steffen, aber das ist ja wohl eins. Was suchst du da? Nichts. Schicker Anzug, ja. Ja, danke. Ich werde euch jetzt einmal kurz die Regeln erklären. Ich werde im Folgenden ein paar Fragen vorlesen. Wer als erster eine Antwort weiß, drückt auf den Buzzer und hat dann 5 Sekunden Zeit, die korrekte Antwort zu nennen. Ist die Antwort falsch oder wird das Zeitlimit überschritten, wird dem Gegner ein Punkt geschrieben. Der Gegner hat darauf die Chance, einen weiteren Punkt durch eine richtige Antwort zu erhalten. Wer als erster 5 Punkte erreicht hat, gewinnt das Spiel. Testen wir einmal die Buzzer. Peter, bitte. Steffen, bitte. Okay, kommen wir. Okay. Oh. Funktioniert. Unfassbar, oder? Ja, kommen wir zu Frage Nummer 1. Wie lautet der seit 1961 im Einsatz befindliche Werbeslogan des Spirituosenherstellers Verport? Verport. Richtig, der erste Punkt geht an Peter. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Der Sänger Elton John hat im Dezember Nachwuchs bekommen. Sein Sohn Zachary soll schon bald darauf eine ganz spezielle Patentante bekommen. Hey, Gaga! Die Antwort ist leider falsch. Nein! Ich wollte eine ganze Frage vorlesen lassen. Nun hat Peter seinen ersten Punkt bekommen und die Möglichkeit, durch das korrekte Beantworten der kompletten Frage einen weiteren zu erhalten. Der Sänger Elton John hat im Dezember Nachwuchs bekommen. Sein Sohn Zachary soll schon bald darauf eine ganz spezielle Patentante bekommen. Und nun die Frage, wie heißt das Debütalbum von Lady Gaga? Ja. The Fame? Richtig. Frage Nummer 3. Der finnische Dirigent Oku Kamu, der unter anderem als Musikdirektor der finnischen Nationaloper tätig war, lernte schon früh den Umgang mit der Violine. Die Frage, welches Instrument beherrschte sein Vater perfekt? Kontrabass. Korrekt, der vierte Punkt geht an Peter. Moment mal, ich habe hier noch nicht mal hier so Dings hier, die Frage verstanden, ja. Ja, vielleicht hast du bei der vierten Frage mehr Erfolg. Auf der weltweit größten Online-Videoplattform YouTube starten derzeit 2 junge Freunde mit ihrem Kanal Wavetime Inc. ihre Karriere im Comedy-Bereich. Wann wurde dieses Projekt ins Leben gerufen? Peter, keine Ahnung, brauchst du noch einen Punkt zu gewinnen? Und Steffen, du solltest jetzt langsam mal aufholen. Was? Ich? Ja, ja. Wenn es keiner weiß, es war der 12. Mai 2010 gegen 2 Uhr morgens. Das hätte man aber wissen können. Frage Nummer 5. George ging letztens in einen Süßigkeitenladen und kaufte sich 17 Lollis. Einer war kaminrot, 3 waren purpurrot, 7 zinnoberrot und nochmal 3 magenta. Die restlichen waren bunt gemischt. Nun die Frage, wie viele Lollis habe ich jetzt nicht aufgezählt? 3. Richtig, der 5. Punkt für dich und somit der Sieg in Heben oder Knete. Gegen einen desaströsen Kampf muss man sagen, und das sind weitere 8 Punkte fürs Konto von Peter. Dein Blut still, ja? Sonst sperre ich dich in die Box da oben zu Muschi, ja? Hab ich genau gehört! Dann kündige ich! So, ich bin wieder da. Wie hast du denn jetzt so schnell rausgekriegt, das hier mit den Bonbons? Ich bin farbenblind. Unglaublich. Ja, das wird dir im nächsten Spiel natürlich nicht sitzen. Und wir spielen das nächste Spiel. Spiel Nummer 9 und das ist Sackhüpfen. Sackhüpfen. Vielen Dank, George. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.